defeated. You have defeated. Yo, moin Leute, willkommen zu World of Death Gaming, eurem Channel für den freshesten Arena of Valor Content. Und ich habe euch heute mal wieder was auf Deutsch dabei. Und ich habe Rust gespielt, es ist noch im alten Codex entstanden. Ihr seht, Level 68, also kurz vorm Ende war das ungefähr. Und ja, ich habe Rust gespielt, ich spiele Rust super selten, obwohl ich Rust ziemlich cool finde. Kurz und schmerzlos für den Feiertag, damit ihr nicht so lange Zeit hier verbringen müsst und euch lieber aufs Ostereier suchen oder sonstiges feierliches irgendwie fokussieren könnt. Und ja, wir haben, glaube ich, ein ganz stabiles Team mit Aya und mit Terry. Terry finde ich jetzt so super cool, da hätte ich keine Nacht nochmal geiler gefunden, aber jetzt gesagt erstmal guten Aufschlag. Wir haben eine Dextra mit dazu und eine Sinestria, was ich cool finde, dass die beiden Mates da die Kombi spielen. Sieht man generell selten, aber finde ich ganz cool. Ich habe jetzt hier überlegt, einmal kurz zumindest mal so ein bisschen Support anzubieten für Sinestria, damit sie hier mit dem Kollegen früher fertig ist. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gehittet hat. Wir stehen aber auf jeden Fall gegen Tool. Ist jetzt nicht das beste Matchup, weil er, also für mich persönlich vor allem, weil er ja durchaus gut durch die Gegend dashen kann. Von daher ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Und oben geht es auf jeden Fall schon wieder zur Sache. Wir haben hier eine sehr heftig reinpuschende Lane. Also, ich habe auch gewundert, dass die so aggressiv reingegangen sind. Aber die wollten unbedingt den Kill auf Terry haben. Und den haben sie auch bekommen. Dafür habe ich mir einen Kill auf die Alice geholt. Die kam dann nicht mehr schnell genug raus. Sonst müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns der Alvin hier nicht abfarmt. Aber gerade auf den Low Levels. Wir machen schon so extrem krassen Schaden auf der S2, deswegen immer S2 direkt maxen. Das ist so euer Bruder-Geschäft. Und jetzt kriegen wir hier sogar noch mal ein bisschen Support. Lavin und Tun sind jetzt hier, aber die machen im Endeffekt keinen großen Stich. Also ich gehe wieder auf meine Lane, ganz entspannt. Tun ist auch wieder da, versucht mich hier zu hitten, aber seine Range ist halt eingeschränkt. Da kann ich ganz gut mitarbeiten und ja, da hätte er mich, glaube ich, um einiges härter punishen können, wenn er da schon in die Passive gegangen wäre. Ist er aber nicht. Und von daher hat er Pech gehabt. Also, das hat er. Da hat er sich, glaube ich, einen Kill verschenkt. Er hat noch keine Ult Pressure, glaube ich, gehabt zu dem Zeitpunkt. Das wäre natürlich gefundenes Fressen gewesen. Jetzt hat er die Ult. Der steht hier auch direkt raus. Ich glaube, das ist smart gelöst, aber er kann da überhaupt nichts machen. Sinestria war ja auch noch hinten dran und den haben wir uns sauber eingeschenkt und gehen jetzt hier erstmal auf den Boomstick als erstes Item, um noch ein bisschen mehr Schaden auch in Richtung so links und rechts von unserem Kernziel irgendwie zu erwischen. Sieht so lange auch ganz gut aus, würde ich sagen. Dextra gegen Kilgore unten tut sich, glaube ich, auch nicht so richtig viel. Das ist okay, würde ich sagen. Der bombt jetzt hier hoch. Tellanas rennt jetzt hier irgendwie durch die Gegend. Die ist der Jungler bei denen. Muss nicht unbedingt schlecht sein, gerade die Rangers im Late Game wirklich ekelhaft. Plus der Damage dann auch noch. So, jetzt habe ich hier mal eine komplette Combo versucht, aber da war Tool in der Passive genau das, was ich vorher gesagt habe. Er kann mich eigentlich easy abfarmen, wenn er möchte. Und ich meine Combo einmal raus habe. Und es hat sich jetzt gezeigt, eine komplette Combo reicht noch nicht, um ihn zu töten. Also wenn ich alle Skills einmal drauf putte, dann hat er trotzdem noch ein paar Leben über. Also muss ich ihn auf jeden Fall im Vorfeld schon mal ein bisschen bearbeiten und den einen oder anderen Feuerball in seine Richtung schmeißen. Sollte aber kein Problem sein. Ab und zu muss man ja so ein bisschen seine Grenzen austesten. Ich bin, dadurch, dass ich ja viele Champions spiele, momentan auch eher unregelmäßig AOV. Ihr habt es jetzt schon mitbekommen, dass ich nicht so viel Videos mache wie sonst. Was aber auch generell meiner Zeit geschuldet ist. Ich bin aber momentan auch hart in World of Tanks versunken und versuche mich da zu verbessern. Von daher ist AOV eher so just for fun oder Fernsehen. Ich wollte nur sagen, ich habe so ein bisschen das Ding, dass ich mir halt teilweise so die einzelnen Ranges und so nicht wirklich
irgendwie gemerkt habe. Also ich spiele Brass einfach zu selten, um zu wissen, mit wann er wo wie rein kann, gegen wen. Das ist einfach nicht, das ist kein Knowledge, was ich irgendwie habe. Da auch gerade nochmal ein bisschen rumprobiert. Da hakt er auch so ein bisschen das Micromanagement, würde ich sagen. Und Sinestria und Dextra haben hier einen guten Aufschlag erstmal. Beide 3-0 schon. Also die lassen sich hier nichts nehmen. Insgesamt aber ausgeglichen 9-5, finde ich voll okay. Nach der Zeit. Da muss man sich jetzt auch nicht wirklich irgendwie Probleme machen im Kopf. Das kann man auch gut gewinnen. Was bislang, glaube ich, noch nicht so krass war, aber da haben wir jetzt auf jeden Fall den Anstieg schon mal gemacht hier. Sinestra hat gerade den Drake geholt, also den haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal safe für unser Team. So, Tool hat jetzt hier ein bisschen Action gemacht, aber auch meine Tool tut ihm schon echt weh und da hat er sich verklickt. Da hat er sich ein Minion genommen. Das hätte natürlich ich sein sollen, aber umso besser für mich, wenn er da mit Auto-Aim arbeitet und nicht mit quasi Self-Aim. Pech gehabt, ne? Kann ich auch nichts machen, wenn er da keinen Bock drauf hat. Ich versuche hier möglichst weit weg zu bleiben von den Zielen. Jetzt gibt es hier einen Shutdown auf Sinestra, das ist natürlich unglücklich gelaufen. Ich versuche hier noch so ein bisschen ranzukommen und zu gucken, wo er sich so hinbewegt. Ja, und das ist halt das Doofe mit dem Dash. Wenn es jetzt ein normaler Champion gewesen wäre, hätte ich mir da vielleicht noch überlegen können, ihn zu bekommen, aber den kriege ich halt nicht. Naja, der Dash hat einfach durch meine Sachen durch. Aber gut, es kostet mich keinen Mana, das heißt, da habe ich dann getroffen. Er darf halt nicht nach hinten dashen. Das ist halt dann der Fehler. Und Kilgore fliegt ja auch gut auf die Mütze. Also der Feuerball auch auf Stufe 8 jetzt im Midgame lohnt sich wirklich. Meine Güte, tut der weh. So, jetzt habe ich hier gesehen, dass oben ein bisschen Action passiert. Da hätte ich den Schuss wahrscheinlich nehmen können. Ist jetzt aber gut ausgegangen fürs Sinestria. So dass ich da jetzt nicht drauf sie nicht quasi in den Tod geschickt habe. So. Und auch gerade diese Feuerbälle von der Seite, die tun halt weh. Die willst du halt nicht abbekommen. Da kann ich mir halt auch eine Teller lassen mit ihrer Range, kann ich mir so ein bisschen vom Leibe halten. Muss nur aufpassen, dass es halt Toolen, die auch noch mit dazu kommt, aber die haben schon auch Respekt vor dem Feuerball. Das muss ich schon mal zugehalten. Jetzt bin ich hier. Das ist halt Zielgelenk, ne? Das ist halt egal, wo ich hin der Schuss, den kommt mir halt trotzdem hinterher. 10-7 jetzt, also Gegner haben weiter Druck gemacht und auch geguckt, dass sie hier den Abstand etwas verkürzen. Also jetzt nur noch 3 Kills Unterschied, vorher waren es ja 4. Aber ist jetzt kein wildes Game. Also bislang echt alles entspannt. 7:30 jetzt auch gleich gezockt. Hier noch ein Days von Alice auf die Mütze bekommen. So, jetzt geht's hier ein bisschen um den Slayer, aber ja, sie haben nicht contesten wollen und dementsprechend haben wir den jetzt auch uns geholt. Von daher haben wir da jetzt auf jeden Fall die Oberhand, was diese ganze Minion-Geschichte angeht. Und ja, ich laufe gerade eigentlich hinterher. Ich bin so ein bisschen Statistik der Geschichte. Dextra macht damit ihre Ult einfach Hard Pressure. Da gibt es für mich nichts zu erledigen. Und jetzt gehen wir hier schon ganz entspannt einmal in Richtung Tower. Beziehungsweise Nexus. Und ja, also, ich sag mal so, ein bisschen Jungle ist noch mit dabei. Jetzt reset das Ding natürlich, klar. Ich krieg trotzdem noch 34 Gold dafür und ich versuche jetzt hier noch so ein bisschen Schaden abzuwenden von meinem Team. Kilgore hat einen sehr, sehr kurzen Dash, vor dem ich eigentlich gar keine Angst habe. Hier nochmal schön Duelen getroffen. Der wird sich jetzt auch dreimal überlegen, ob er Becker hinterher kommt. So, jetzt habe ich halt den Damage Boost schlechthin. 35% mehr Damage durch das Diadem. Das ist halt schon wirklich eine Ansage. Und jetzt, ja, muss ich halt trotzdem ultra aufpassen. Das war super knapp. Und ja, da beschließe ich dann doch auch mal kurz auf den Recall-Button zu drücken, weil ich würde es gerne bei 3-2-5 belassen. Beziehungsweise eher vorne was steigern und nicht in der Mitte.
meines Rankings. Also von daher sind wir jetzt mal zurückgegangen, kann nicht schaden. Und boah, ich würde sagen, also insgesamt ist es jetzt nicht mehr so richtig ausgeglichen. Also mein Team hat jetzt nochmal gut den Fokus erhöht. Wir haben auch die wichtigen Kills, glaube ich, geholt. Die Monster sind alle genommen, wann immer mein Team irgendwie da war. Und von daher haben wir jetzt mittlerweile schon eben die 10 Kills Unterschied, haben die Monster, und ein Turm ist schon komplett durchgefetzt. Währenddessen haben sich die Gegner, ich glaube, ein bisschen verzettelt, auch mit dieser Doppel-AD-Carry-Nummer. Das ist nicht immer so wirklich das Gelbe vom Ei, wenn man das spielt. Ja, man macht halt das Gleiche. Ein bisschen Brain Dead. Von daher an der Stelle. Ah ja, okay, dann hat mal ganz kurz mein Hundesitter noch was geschrieben. So, zack, rein. Und hier direkt nochmal einen Kill gemacht. Das, glaube ich, war eine richtig gute Kombo, würde ich jetzt mal so als mit dem Endergebnis sehen. Double Kill plus Dexter Kill. Und jetzt auch noch Slayer Damage. Und der Tropf ist gelutscht. Also das war jetzt, glaube ich, ein super cleanes Finish. Wir haben das Ding nach Hause geholt. Und von daher einmal Fat Victory. Wir gucken uns noch kurz die Postgame-Stats an. Und ansonsten soll es das auch gewesen sein. Alle, die dies feiern, wünsche ich frohe Ostern am heutigen Tage. Und ja, bleibt geschmeidig, seid entspannt, und ich wünsche euch einen schönen Tag und schaut mal wieder rein in 2-3 Tagen mit Silvers Neues hier. Also macht's gut, bis dann.